Und hallo und hallo, willkommen zur nächsten Folge von Edda bricht aus. So, wir haben jetzt an der letzten Folge, sind wir ja hier ausgebrochen. Beziehungsweise die Aufnahme ist ja schon ein kleines bisschen her. Und ich gehe jetzt mal hier hoch. Hier haben wir das, genau, hier habe ich mich beschwert, dass er einfach nur Flop gemacht hat. Genau. Jetzt ist mir was eingefallen. Als sie drüben waren bei Edna, im Keller, wo wir diesen... wo Harvey uns zurückteleportiert hat. Da habe ich vergessen, Poki anzuklicken. Ach, so ein Scheiß. Aber dann poke ich mal hier den Poki an. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Aha. Okay, Ventilator. Schauen wir den Ventilator mal an. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Ja, nimm ihn doch mit. Hier, nimm ihn. Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Schön, du bist schon süß, der kleine Harvey. So, reden mit Ventilator. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Uiuiui, dann benutze ihn. Mach ihn wieder an. Puste ihn an. Ich habe ihn kaputt gemacht. Echt? Dann nimm den Dings da und... Der hat genug gelitten. Außerdem ist hier im Schacht zu wenig Platz, um auszuholen. Dann Harvey und klopp ihn darauf. Was hältst du davon, Harvey? Cool, ein kaputter Ventilator. Da könnte man einen prima kaputten Hubschrauber draus basteln. Hatten wir doch schon, hatten wir. Oder wir versuchen... Hatten wir. Okay, es heißt... komm, nehmen wir den... Der lässt sich nicht mehr reparieren. Okay, dann gehen wir weiter. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Ja, als allein die Tatsache, ein verurteilter Mörder? Ich finde hier das Skelett ziemlich witzig mit dem Löffel hier. Also, ich weiß nicht, wie er in dieser Position gestorben ist, aber noch ein bisschen und da wäre ich hier gewesen. Ah, geh zum Rohr. Gitter. Ah, Poki. Poki, ich mach Poki an. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlsen Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Oh, schenke den Poki einfach ein Lineal. Dann nimm das Gitter. Fest. Rede mit dem Gitter. Hallo! Psst! Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcell und Hulgor sind gegangen. Sie selbst.
Ja. Wir gucken. Kann ich meine Maus haben? Benutzt das Gitter. Fest. Ansehen, Gitter. Okay. Schauen wir wieder durch. Dr. Marcel und Hulgur. Okay, Gitter hier. Das Gitter ist unbeeindruckt. Das unbeeindruckt! Dann, hier, schnipsen. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann. Langsam werde ich richtig gut darin. Ein Lexikon. Foto. Ansehen, Foto. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Nehmen, Foto. Muss Bild nehmen. Muss Bild nehmen. Nein! Ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Rede doch mal mit den Bildern. Hallo, Junge auf dem Bild. Hallo, hallo, Edna. Sieh mal, ich spiele. Du hast Hausarrest, du kannst nicht mitspielen. Nein, bitte nicht. Hör auf. La, la, la. Okay, dann benutz ihn. Ja, ich benutze das Bild. Ich sehe drauf und erkenne, dass etwas drauf ist, wenn ich es mir nur ansehen könnte. Dann, ansehen. Da gerade Artikel, hier. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Bilder gefasst. Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. In frühen Morgenstunde stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an ein 8-jährigen Kind, dessen Name zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat. Er erwähnte ihn wahrscheinlich in der erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Aber tief wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die in der Obhut von Dr. keine Ahnung, Marcel, der Leiter der hiesigen psychiatrische Heilanstalt, überantwortet wurde. Nichtraucher in Streichelzoo vermisst. Diese Meldung konnte in weiß ich nicht da. Nimm bitte. Nimm das. Nimm Artikel. Nimm Rede. Okay, dann nicht. Geh zu raus. Geh raus. Rede mit dem Artikel. Mit Lügnern rede ich nicht. Okay, ganz ruhig. Nehm den Artikel. Dieses infame Lügengewirr kommt nicht in mein Inventar. Dann benutze ihn. Ach schon, wieder das. Toll. Und ich muss niesen. Lexikon, das. Lexikons, Plural Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Cool. Siehe auch Wörterbuch. Ah, kannst du es denn? Rede mit ihm zuerst. Hallo, du... Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Klugscheißer. Dann nimm das Lexikon. Tatsächlich. Okay, ansehen, Schreibtisch. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Dann rede bitte am Schreibtisch. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Rede bitte am Schreibtisch. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, ich...
da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug. Das ist keine Entschuldigung. Aha, böse Schreibtisch. Anziehen, Lampe, Schreibtisch, Kugelschreiber. Ein stromlinienförmiger Stift. Wen? Tatsächlich. Was haben wir denn? Da fehlt ein Eintrag unter E wie Edna. Ich schreibe mal selber was. Edna, die Ednas, Plural Ednae, supercoole Erdenbewohnerin. Siehe auch Türenschreck, Bärendomtöse, Inka-Gottheit. Das ist cool. In dieses Poesiealbum habe ich bereits geschrieben. Okay. Kann man vielleicht hier Harvey benutzen? Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Oh. Dann vielleicht auf dem Stuhlbein. Ich glaube nicht, dass ich das kaputte Stuhlbein markieren muss. Das würde sowieso keiner klauen. Dann markier doch Artikel. Nein, es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Okay, dann lass ich so. Kugelschreiber, Porträt anmalen. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Jut. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Gut, Kugelschreiber können wir vielleicht... Was war das jetzt? Ah, Poloschläger. Poloschläger, ach ja, guck mal. Okay, das ist... Wahrscheinlich geht's raus. Poloschläger. Schreibtisch hatten wir schon. Stuhl. Diplom. Pokale. Schrank. Fenster. Machen wir erstmal Stift. Hier. Haha, cool. Aber jetzt, bevor ich noch mehr mache, ansehen erstmal Poloschläger. Ein Meisterstück. Rede mit Poloschläger. Eure Heiligkeit? Nimm Poloschläger. Ein Poloschläger. Nimm Poloschläger und hau den Artikel. Nein, es ist zwar alles gelogen, aber immerhin... Okay. Wahrscheinlich wird es die ganze Zeit auch mit Stuhlbein und Säulen. Kamin. Ansehen, Kamin. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Ha, da fällt mir was ein. Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Okay. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Oh Mann, ey. Kannst du das Buch vielleicht mit dem Lexikon? Das Lexikon mit dem Artikel? Lüge, Märchen, Ente, Erfindung, Fabelei, Erdichtung, Unrichtigkeit, Irrtum, Trugbild, Blendwerk. Okay, ich hab schon verstanden, Edna. Lexikon mit Foto. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Okay, Lexikon mit Tisch. Schreibtisch, der Ablagefläche für Unerledigtes. Okay, dann hier. Poloschläger, der Poloschlägers, Plural Poloschläger. Pferdesportutensil. Interesting. Okay, dann wollen wir erstmal hier ansehen. Pokale? Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Kannst du die nehmen? Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Rede mit ihnen, vielleicht sind ja vernünftig. Komm raus. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Oh, Poki habe ich ja fast vergessen. Komm, wir poken mal Poki an. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel rapierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant.